Was geht ab, Leute? Rio de Janeiro. Ich bin hier. Karneval habe ich so halbwegs überlebt. Und ich bin gerade in der Favela Vidigal. Eine der am friedvollsten hier in Rio de Janeiro. Da vorne seht ihr die Copacabana. Allerdings ist gerade leider ein bisschen Wolken. Sage ich euch, wie es ist, das meiste Faszinierendste hier an Rio de Janeiro. Du hast hier die Berggebiete, da vorne ist Leblon, was der teuerste Bezirk ist. Und dann halt die Strandlinie von Ipanema und Copacabana. Unfassbare Tage hier gehabt, mit den Boys gerade unterwegs. Ja Mann, also wir haben den Karneval hier zusammen gefeiert und es war echt wild, wild, wild. Also ich werde euch im Laufe des Videos noch mehr erzählen über den Karneval, über Rio de Janeiro. Eine Stadt, die man gesehen haben muss. Lass uns nochmal weiter sehen. Viel Spaß mit dem Video. Schon geisteskrank geil eigentlich, ne, die View. Oh. So, da wurden wir ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Bisschen zu viel bezahlt fürs Essen. Aber egal, die Aussicht ist es wert. Hier in der Favela Vidigal. War für mich auf jeden Fall immer ein Traum, die Favela zu sehen und hier mal ein bisschen rumzulaufen. Wie gesagt, ich muss halt nur aufpassen, die Walkie-Talkie-Boys dürfen mich hier nicht sehen, man darf nämlich hier nicht filmen, dann habe ich ein ernsthaftes Problem. Diese Favela zählt auf jeden Fall als eine der friedvollsten, allerdings muss man sich an die einzige Regel halten, keine Kamera zu verwenden, was ich jetzt einfach mal kurz mache. Allerdings, ja, auch Regeln in der Favela, hier wird nicht geklaut, keiner ist erlaubt, in der Favela zu klauen, wenn... dann hast du ein Problem mit den Boys und da existieren auch Videos, dass jemand dann einfach in die Hand geschossen wird, also jemand von der Favela, der jemand in der Favela beklaut hat. Von daher, wichtige Regel und Menschen hier drinnen, sehr geile Vibes, sehr freundlich, richtig, richtig, richtig cool. Und das war einfach immer ein Traum von mir, hier einfach mal rumzulaufen. Ich finde es so interessant, wie hier alles aufgebaut ist. Wow, Wahnsinn einfach, Wahnsinn, 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 man merkt die Community hier und ich war auch schon in einer anderen Favela in Copacabana und da sage ich euch, ich will jetzt nicht zu viel drum rumreden, aber auf jeden Fall waren da auch die AK-Boys am Start und da hatte man dann doch schon ein bisschen viel mehr Ehrfurcht, sage ich mal. Man muss hier aufpassen, ne? Andere Gegend auf jeden Fall, aber ja, da oben kann man eine Party machen später, das werden wir vielleicht mal machen, Favela-Party, Favela-Funk-Musik, ich hab Bock. Weißt du? Wow, hier sind so viele Katzen, echt krank. Wow, hier lang? Das ist total verwinkelt, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Jeder Weg führt nach unten. Ja Mann, jeder Weg hier führt nach unten an den Seiten vorbei. Wow, Favela, ich bin einfach mittendrin, unglaublich, immer von geträumt. Und da vorne ist einfach die teuerste und beste Aussicht, die du haben kannst, hier in Brasilien oder besser in Rio de Janeiro. Crazy. So, wir haben es jetzt rausgeschafft aus der Favela und haben auch gerade noch ein paar Sachen gesehen, wo ich sehr froh war, dass ich in dem Moment keine Kamera in der Hand hatte. Man darf halt wirklich eine Favela nicht unterschätzen, auch wenn diese als eine der friedvollsten natürlich gilt. Krank auf jeden Fall auch noch, dass das Sheraton Rio Hotel und Resort Hotel quasi am Fuße der Favela ist. Mehr oder weniger, also man geht hier ein Stück hoch und dann beginnt dort die Favela. Normalerweise stehen dort unten die Motoboys, also mit Motorrädern, und die führen einen dann irgendwie zum Restaurant oder zu einer Party oder wo auch immer man hin muss. Und dann fahrt ihr quasi durch die Hauptstraße der Favela. Die ist natürlich auch echt safe, kann man nicht anders sagen, in Vidigal. Aber wir sind gerade runtergelaufen, komplett von ganz oben. Die ganzen Seitengassen, wie ihr ja gesehen habt, am Anfang hatte ich noch die Kamera mit. Und dann wurde es ein bisschen kredibiler, sagen wir es einfach mal so. Mit Leuten, die natürlich Ware verkauft haben und auch Ware beschützt haben.
wie das dann in der Favela natürlich auch laufen kann. Aber rund summa summarum muss ich sagen, viele lachende Gesichter, sehr, sehr freundliche Menschen dort erlebt. Ohne dabei rot werden zu müssen, muss ich sagen, das gerade war eines der interessantesten Sachen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ich wollte schon immer mal durch eine Favela laufen, durch die ganzen Seitengassen, mir diese Gebilde und das Leben, so ein bisschen die Community, alles ein bisschen genauer angucken. Und da habe ich gerade einen guten Eindruck von bekommen, dass sehr viele ehrliche, arbeitende Menschen dort sind, die einfach ganz normalen Tätigkeiten nachgehen, Zementsäcke hochschleppen und so weiter oder halt einfach irgendwie in der Apotheke dort arbeiten. Das Leben geht da einfach ganz normal weiter. Ich habe auch beim Karneval eine Frau getroffen, mit der ich mich eigentlich nochmal treffen wollte in der Favela, weil sie ein sehr schönes Apartment hat, auch von dem aus man halt die gesamte Küstenlinie sehen kann. Das hat bis jetzt allerdings leider noch nicht geklappt. Aber ja, es leben ganz normale Menschen in der Favela mit Familie und drum und dran. Und das ist einfach ja, eine mega, mega Erfahrung, das mit seinen eigenen Augen zu sehen. Ich hoffe, das Video war interessant für euch. Aber jetzt lasst uns doch noch mal ein bisschen über den Karneval gleich schnacken.